Moin und herzlich willkommen Hallo, zurück Malte. zu Halt die Fresse, Mike. The Crew mit Tino und Patrick. Hi, Leute. Hi. Was halt, ich habe mal eine Frage. Bei dieser FF-Herausforderung war es Strecke abstecken, oder? Ja. Ja. Und Zeit. Ich mach mal schnell eine. Mach eine lange Strecke, weil je mehr Geld man verdient, desto besser ist der Platz, ja, oder nicht? Das ist die Frage. Ja, je mehr Geld du verdienst, je besser. Wieso ist Patrick da Platin? Bäh. Wo? Bei Freifahrtsherausforderungen. Nee, ich bin bei Freifahrtstanz Platin. Das, die Herausforderung, das ist nur die Freundesbestenliste. Ach so. Da ist der erste immer Platin, der zweite. Oh ja, der erste hat zum Glück nur 492.559. Weil nur am Ende. Ja, wir sollten auf jeden Fall so eine Strecke machen, wo wir vielleicht so 5.000 oder sowas kriegen, Mike. Mindestens. So. 5.000 was? Bucks. Das ist da gar nichts. Das geht hier rein nach dem Geld. Ja, umso länger, ja, aber 5.000. Ja, dann machen wir eine lange Strecke. Machen eine schöne lange Strecke, Mike. Am besten auf einem Highway oder so. Was ist PvP im Endeffekt? Hab ich schon nie gemacht. Multiplayer. Spieler PvP. Gegen Online-Rennen. Multiplayer einfach. Könnten wir auch machen, ne? Ja. Mike, aber wir sind auch Zeitangriff, sind wir so unglaublich schlecht. Ja, also ich bin 8.000. Auch. Ja. Aber deswegen wollte ich mir eigentlich auch mal einen neuen Rennwagen machen, weil ich komme dann mit der Corvette irgendwie nicht durch. Die lenkt so scheiße. Ja, das stimmt. Deswegen hatte ich mir einen Mercedes gekauft, ne? Ja, du hast ja den falschen Mercedes gekauft. Ja, ich hatte nicht mehr Geld. Deswegen habe ich mir erstmal den Mercedes gekauft. Oh, der war schlecht. Der war scheiße. Wieso? Der C ist? Die C-Klasse war da nicht schlecht. Ich finde den AMG schon scheiße. Du Penner, hast zu mir gesagt das letzte Mal, dann nimm erst mal den. Nein, das war Mike. So, Mike. Was? Na und du warst mit dem Channel jetzt aber sagen können. Warum ich? Nein. Irgendwann musst du da raus. Was für Autos nehmen wir? Nee, weißt du was, du bist ein richtiger Anti-Mate. Was für Autos nehmen wir, Leute? Was geht denn jetzt? Was für Autos nehmen wir? Performance. Rennen, oder? Rennen. Oder Performance? Performance Pagani. Was? Nein, zu spät zum Wechseln, ich hab Rennen genommen. Oh. Also. Na, ist ja egal, oder? Ja. Und los geht's. Was hast denn du für eine Assi-Strecke gemacht, Alter? Sag mal. Die fängt auch schon wieder so komisch an, um hier rauszufahren, ey. Boah, nicht schon wieder hier diese Container im Weg. Oh Gott. Mike hat schon wieder den gleichen Checkpoint gemacht, habe ich das Gefühl, ja, letztes Mal. Der so richtig eklig zwischen den Autos da hängt. Also Mike ist nicht darauf bedacht, dass wir eine gute Zeit abliefern, sondern einfach nur, dass er gewinnt. Nein, ja. Die Zeit braucht ihr gar nicht. Du musst einfach nur Geld gewinnen. Ja, aber ich will mich da nicht eine Stunde dran aufhalten. Malte hat gesagt, das sind 5.000 Bucks, kriegst du jetzt für die Strecke. Alter, der Checkpoint wieder. Der erste. Ja, den hast du auch schon wieder so richtig komisch gelegt, Mann. Ja, der Editor ist einfach scheiße davon. Ja, mit deiner Rennstrecke bist du auf dieser Strecke auf jeden Fall besser hier gerade. Mit einer Rennkarre, meine ich. Ja. Kommt noch, wir fahren gleich in die Stadt. Ich mach einfach Sightseeing. Ich bin gerade etwas paranoid. Mike kommt von hinten an. Jo, zieht er vorbei. Alter Schwede, ey. Pagani, der hängt ja bei 345 fest. Oh! Meiner hängt bei 330. Sorry, Mike! Du hast mir sehr gut geholfen, um die Kurve zu kommen. Bist du? Boah. Ich hab grad nicht auf dem Bildschirm geguckt, weil ich niesen musste. Boah. Ja, und dann machst du plötzlich im Beet. Tut mir leid, Mike, ich hab dich aus Versehen, bin ich da hinten drauf gefahren, weil ich nicht rechtzeitig gebremst habe. Ja. Alter Schwede, ey, wie ich ja schon wieder abgammel. Boah, das nervt so sehr. Aber das bringt auch nichts, wenn mir zählt das zusammen? Nee, es zählt ja nicht zusammen. Und wenn ich jetzt nicht ins Ziel komme, ist es doch eh kacke, oder? Ja, wir können auch vom Ziel warten. Ja. Naja, nee, es geht ja nicht auf die Zeit. Es geht ja drauf, wie viel Bugs du kriegst, dass du es beendest. Sicher, ja, aber wenn ich. Aber muss man dazu nicht wenigstens ins aber Ziel Patrick, kommen? Aber hat Patrick eine längere Strecke mal gefahren als wir? Patrick, was hast du da von der Strecke gefahren? Weil du einen höheren Rang hast als ich mit 6.000 mehr. Herausforderungen sind wir noch gar nicht gefahren. Ich bin Eine Herausforderung sind wir gefahren mit dir, Mike. Weil ich mit Mike schon gefahren hab. Mike hat einen viel schlechteren Rang. Du hast 3.800, Mike hat irgendwie 3.100 Bucks eingenommen. Ja, natürlich. Der erste bekommt am meisten Geld, ne? Ja, okay. Der zweite weniger und so. Warte mal, Mike schon wieder.
Na, Mike, eine Kurve. Bin extra weit rausgefahren. Vielleicht den anderen nehmen sollen. Ich habe die Strecke halt eher für einen Rennwagen gemacht, deswegen dachte ich, wusste ich nicht, dass ich jetzt Performance machen wollte. Ja, dann musst du das anfangen, ja. Welches Auto. Ja, ey, Mike, ja, ich hab doch Rennen du hast gefragt, nee, du hast gesagt, welches Auto. Du hast gesagt, oh scheiße, ich hab Rennwagen genommen. Das war deine einzigste Aussage vor dem Rennen. Und du hast, vor allem du hast gefragt einfach. Ja. Schubst mich nicht! Du leckst aber Alter, so. Alter, ey. Hast du Joghurt im Rucksack? Oh, Alter. Manchmal wünsche ich mir auch meine Corvette zurück, weil die hat Bremsen hoch. Diese Tour ist auch so richtig gammelig, Mike. Auf jeden Fall ist das keine angenehme Strecke. Nee, hat auch Mike gebaut. Rechtsabbieger, ey. Patrick, das ist immer so eine Sache, das ist immer gefährlich, hinter zu bleiben, ey. Ruckelt dann ab und zu nach hinten. Es ist auch immer gefährlich, vor dir zu fahren, Mike. Oh, neue Baustelle. Du kommst hier nicht vorbei. Oh, LOL, was ist das? Ihr seid so richtig Gammler da vorne, ey. Oh, die Kurve war gut, Alter. Die haben wir beide richtig gut bekommen. Alter Schädel, da hinten ist das Ziel. Man muss natürlich Offroad fahren. Nein, hm? Wo muss man Offroad fahren? Ich dachte. 11 Kilometer bis zum Ziel, habt ihr eine Macke, ey? Ja, Malte wollte 5000 Bucks haben. Das halt Leute, du hast die Checkpoint so nah aneinander gesetzt und dann zum Schluss nochmal. Oh, ich brauche 5000 Bucks. Ja. Habe ich irgendeine lange Strecke genommen. Die einigermaßen gerade ist. Nein, es fängt gleich an zu regnen. Aber ja, bitte nicht. Patrick zieht mit seinem Pagani aber auch gut weg. Du fährst mit dem Pagani? Jetzt gerade, ja. Hast du gewechselt? Wieso? Natürlich habe ich gewechselt, ich war vorher ein Monster Truck. Also du hast vor dem Rennen gewechselt, meine ich, ja. Nein, zum Anfang des Rennens halt, ne? Naja. Mittendrin, war in der Box. Warum? Du kannst ja gerade wechseln. Die mobile Garage ist gerade offen. Geht ja, die? Aber ja, die geht. Aber warum sollte man das machen am Anfang? Am Anfang hast du ja die Auswahl, welches Auto du nehmen möchtest. Ich hab Mike geholt. Echt nice. War nicht sehr lange, mal gucken. Da war ein Auto im Weg. Also ich muss sagen, wieder im Direktvergleich finde ich den LaFerrari besser. Wir fahren noch. Gebt euch gerade gegenseitig wieder Windschatten, ne? Keine Chance daran zu kommen. Nee, ich krieg keinen Windschatten, ich krieg nur Mike in den Rücken. Ihr seid im Ziel? Nice. Mhm. Wollt ihr nicht warten, Patrick? Du bist zuerst reingerast und willst mir sagen, du bist mit, du warst mit 400 hinter mir. Das war etwas ungünstig. Naja, für mich zählt das in dem Fall nicht, ne? Jo. Ja, dann fahrst du es alleine, bringt ja keine Punkte, ist sinnlos. Mit dem Auto fahrst du sowieso nirgendwo hinterher. Oder? Hast du jetzt Punkte gekriegt? Ich meine, ich hab keine Zeit. Naja, ich hab, Wie viele Bucks hast du gekriegt? 5000. Ja. Super. Okay. Was für Platz ich hab 5500 bekommen. Was für Platz hast du, Tino? 1560. Ich bin 1200. 1259. Mit so wenig Bugs eigentlich, und ich war vorher auf Platz 6000 oder was. Warum war ich jetzt? Also ich habe bestimmt einen Geldbonus von meinen Vorteilen auf den Geld, auf den Gewinn. Ich habe 5750 gekriegt. Eigentlich ja praktisch, deswegen, ne? Ja. Also umso weiter vorne du bist, umso mehr kriegst du, also 250 pro Platz immer. Weil ich habe 5750 bekommen. Mhm. Warte mal, den mobilen Tuner, da kann man ja auch, falls man Teile hat, die besser sind, ne, kann man die ja auch... Genau, kannst du gleich einbauen lassen. Ja, was wollen wir da jetzt noch fahren? Den Zeitangriff nochmal?
Noch Stunts oder Zeitangriff? Weil Zeitangriff sind wir ja auch scheiße. Ja, aber ich glaube nicht, dass es mit meinem Rennauto noch besser wird. Meiner Corvette, die lenkt ja echt. Die haben sie ja echt verschandelt irgendwie. Bei der Crew-Zeitangriff. Oh ne, du meinst den Einzelnen. Oder wir können mal dieses PvP ausprobieren. Da sucht er so lange, muss ich sagen. Echt? Also wenn du als Crew gehst, ist es extrem schwer, da irgendwas zu finden. Mhm. Oder wir fahren PvP, PvP. Ja, das hab ich doch gerade gesagt. So. Ich hab doch gerade gesagt, fahren wir PvP. Und. Platz 3500. Oh mein Gott. Es wird darauf gewartet, dass Tino annimmt. Was ist das jetzt? PvP oder was? PvP, hm? Ja. Ja. Wird ihr erstmal mit PvP spielen? Was? Achso, okay. Ich komm grad. Das letzte Mal, als wir es gemacht haben, haben wir irgendwie 5 Minuten gewartet. Weißt du noch, Patrick? Ja. So, was ist denn jetzt hier? Ach, wir sind zu viert. Also, ihr könnt oben eine Ausstattung auswählen. Und dann könnt ihr oben auswählen, was es für Modi sein soll. Und dann halt, ja, noch eine Strecke dazu. Strecken ist halt zum Modi vorgegeben. Müssen wir das alle selber auswählen? Ja. Na, jeder wählt was aus. Jeder wählt was so aus, dann geht's weiter. So ein Rad. Was ist Blitzkeilerei? Da musst du einfach zum Punkt fahren. Ach so. Was wollt ihr machen? Also ich hab Performance-Rennen. Ich hab auch ein Performance-Rennen gemacht. Ich hab ein Monster-Truck-Krone-Rennen gemacht. Da hat einer eine Krone und die anderen müssen die abnehmen. Ja, indem du einen rammst. Indem du einen rammst, genau. Das ist auch lustig eigentlich. Ja, das ist halt wirklich einfach nur auf die Presse sowas. Wie bestätigt man? Mit A auf das Rennen und dann A drücken. Also da, wo das Bild ist, da musst du drauf mit dem auf die Höhe und dann A drücken. Mhm. Okay, hast keins genommen, Anna. Juhu! Ah. Ja, Performance-Rennen oder was? Ja. Ja. Oh, aber es hat auch Performance und Rennen. Was? Fahrzeugauswahl? Nee. Achso, wir kriegen alle eine Viper. Alle das gleiche. Wieso ja, müssen wir alle eine Viper? Achso, wegen alles. Also damit die Chancengleichheit, ne? Stimmt, alle 1299. Voll getuned, das Ding. Ehrlich? Ja, ja. Alle vor allem das gleiche Auto, damit Chancengleichheit ist, ne? Ja, da war ja was. Sind wir jetzt nur zu viert? Nee. Doch. Ach, das ist ja doof. Ich glaube, ich habe eine blaue. Weil normal ist es, normal kommst du in der PvP. Team Blau gegen Team Rot hier, oder was? Oh, ich bin Team Rot. Ich fahr meine Viper, das ist meine Viper, die ich sonst auch habe, oder? Meine sieht ähnlich aus. Ja, das ist tatsächlich meine Viper, die ich sonst habe. Wer ist mit Rot? Malte. Ja, ich würde sagen, wir zerstören Team Blau, oder? Auf Tino, streng dich mal an. Ja, Mike. Ja, danke. Oh, sorry. Ja, Team Rot, das macht ihr sehr gut. Nice. Ja, wer kratzt mir den da am Hintern, ey? Ey, du backst halt vor mir rum wie ein Doofer. Ich weiß ja nicht, was du hier vorhast. Alter, ich bin die Viper noch nie gefahren. Ui! Bitches! Du hast mich über die Leitplanke geschubst! Ey, das ist unfair! Unfaires Spiel hier, das kann... Na, das ist so aber typisch Tino wieder. Tino ist aber auch gerade weggeflogen. Nein, ich bin hinter dir. Tino hat mich über die Leitplanke geschubst. Komm, lass mal hier den... irgend so ein Wasabi fährt da vorne rum. Team Rot ist hier easy am Gewinn, würde ich sagen. Bus? Ah, Bus. Du hast Bus gesagt, ich dachte, du hast was gesagt. Ja. Komm, Mike, wir müssen uns hier gegenseitig boosten. Bus? Ein Bus? Malte? Ah. Könntest du vielleicht mal Gas geben? Ja, was soll ich denn machen? Ich wurde über eine scheiß Leitplanke in den Dreck gestoßen. Hab ich doch gerade gesagt, Gas geben. Ja, was? Nee, ich bremse jetzt hier die ganze Zeit. Ich fahr rückwärts. Das ist der rechte Trigger, Malte. Mike, danke. Wusste ich nicht. Mir kommt da so eine blaue Viper immer näher. Da steht Mr. Manus drüber. Oh, ja, ihr fahrt doch mit Windschatten. Oh, der komm, schubst. Kann ich gar nicht. Ja, er hat mich auch schon über die Leitplanke geschubst. Weil anders kann er nicht gewinnen, weißt du? Ach, weißt du was? Das stört mich gar nicht. Du Spast. Komm nicht hinterher, Patrick, wenn du dem die ganze Zeit Windschatten gibst. Ich geb dir keinen Windschatten, ich hau vor den ab. Du ja! Ab. Wird echt verkackt, wenn man weit abgeschlagen ist, ne? Also kannst du echt nichts so, machen. Tino ist ausgenockt, jetzt haben wir nur noch Mike hinter uns. Ja, ich bin leider etwas vom Kurs abgekommen gerade, musst du zurücksetzen. Oh, das ist gut.
Hol ihn dir, Mike, los. Du kriegst mich nicht, Mike. Du kriegst mich nicht. Hol ihn dir! Nein, du kriegst mich nicht. Erster! Er hat drüber gezogen, der Blitzer. Sorry, Patrick, aber die Kurve am Anfang, wo ich über die Leitplanke gehoben wurde. Warum eigentlich? Was war denn da? Weiß ich nicht, da war so ein Typ, der sich dachte, ich schieb ihn da mal rüber! I'm sorry. Das tut dir so, nicht. Aber alles also in dem Ziel ist ja schon mal was. Aerodynamisch gebaut, Malte. Aber ist das wirklich blau gegen rot jetzt gewesen? Nein. Nee, ne? Nein. Das war nur just for fun. Event ran 4610, ist das grauenhaft. Hinteren Stoßhänger gewonnen. 4500. Ich bin 4558. Was ist das denn? Auch ganz schön schlecht. Was? Unklar. Wie geht das denn? Gar nicht. Das geht gar nicht. So, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz. Könnt ihr jetzt noch eins machen? Oder? Ja, klar. Nee. Warum nicht? Das also, eins ja, machen. Aber nicht in dem Part. Achso, ja, dann moderiere ich schnapp. Ja, warte mal kurz, ich will mal gucken, wenigstens zusammen mit welcher Rang insgesamt. Dann muss aber aus der PvP-Lobby raus. Achso, da sind wir noch drin. Na gut, dann fahren wir noch eins im nächsten Part. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, dann war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Macht's gut und ciao. Tschüss. Ciao.